In dieser True-Doku geht es um Depressionen. Wenn du dich bei diesem Thema nicht wohlfühlst, dann schau dir den Film bitte nicht an oder nicht alleine. Ich war eigentlich auf jeden und alles angewiesen. Ich war auf meine Eltern angewiesen, ich war auf meinen Rollstuhl angewiesen, weil ich halt nicht laufen konnte. Ich war halt gelähmt. Erstmal ist das natürlich ein Riesenschock für einen, mit 22 auf einmal von einem Tag auf den anderen so ein Pflegefall zu werden. Vor allem auch die ganzen Monate nicht zu wissen, was mit mir los war. Das war schon sehr, sehr, sehr krass. Ich bin Celine, ich bin 23 Jahre alt und ich habe die Diagnose dissoziative Bewegungsstörung und ich bin von einem Tag auf den anderen ein Pflegefall geworden und wusste nicht warum. Bevor alles passiert ist, habe ich ganz normal bei meinen Eltern gelebt. Ich muss sagen, dass ich vorher ein sehr glücklicher Mensch war. Ich habe es geliebt, irgendwas zu unternehmen, mit Freunden zu unternehmen, zu reisen. Ich habe eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau angefangen und hatte dann im ersten Lehrjahr zweimal die Woche Schule. Bin dann sonst die anderen drei Tage dann ganz normal arbeiten gegangen. Also ich bin gerade beim Physiotherapeut Kai Stimpfel. Am Anfang der Behandlung war ich schon so dreimal die Woche hier. Jetzt ist es so einmal, zweimal die Woche. Das Laufen haben wir angefangen in unserem Anti-Schwerkraft-Laufband, dass du quasi noch ein bisschen Unterstützung hast durch das Laufband. Ich versuche auch, ein bisschen bewusst auf links zu kommen und nicht mit dem linken Bein kräftiger abzustoßen. Kräftiger? Kräftiger. Das ist für mich auf jeden Fall schon ein befreiendes Gefühl, dass ich auf dem Laufband stehe. Das wieder erlerntes Laufen, das kann man halt nicht im Sitzen lernen oder sich anlesen. Das geht halt nur über das ständige Wiederholen der Bewegungsabfolge. Es war dann einfach nicht mehr so, dass es vielleicht mir einmal die Woche schlecht ging, sondern es war dann schon so, mir ging es ja drei, vier Mal die Woche schlecht. Ich kann nicht aus dem Bett aufstehen, ich mache mein ganzes Zimmer auf dunkel, schreibe meinen Freunden nicht mehr zurück. Ich habe meine Symptome, die mein Körper mir gezeigt hat, ignoriert und dann hat mein Körper irgendwann den Schlussstrich gezogen. Dann ist es auch irgendwie zu dem 31. Juli gekommen. Das war ein super Wochenende. Meine Cousine hat geheiratet, mein kleiner Cousin wurde getauft. Beim Essen habe ich gemerkt, boah, ich bin richtig müde. Ich komme gar nicht mehr klar. Ich war total erschöpft. Dann meinte ich zu meinem Freund, du, wir müssten mal nach Hause fahren. Ich halte es nicht mehr aus. Dann habe ich mich hingelegt. Mit meinen Klamotten, mit der kompletten Schminke habe ich mich einfach ins Bett gelegt und wollte schlafen. Und dann bin ich aufgewacht und dann es ist passiert. Dann habe ich den ersten Krampfanfall bekommen. Mir war warm, mir war kalt, mir war übel. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich übergeben. Während dem Krampfanfall bist du halt weg. Ich höre die Person, die neben mir steht, aber ich kann nicht reagieren. Ich hatte richtig Angst, weil ich habe gekrampft. Ich konnte mich nicht bewegen und ich wusste nicht, warum. Ich war auch überfordert, weil ich meinen Körper nicht mehr steuern konnte. Als der Krankenwagen ankam, wurde ich abgecheckt und dann wurde aber auch ganz schnell entschieden, okay, ich muss ins Krankenhaus. Nach einem EEG wurde eine Hirnfunktionsstörung bemerkt und eine Zyste im Gehirn, die da nicht hingehört. Es wurde dann aber auch ganz schnell herausgefunden, dass eine Zyste meine Symptome nicht auslösen kann. Im Krankenhaus habe ich dann weitere 7 Krampfanfälle bekommen innerhalb 6 Tagen. Selbst die Ärzte konnten mir da überhaupt nicht weiterhelfen. Das war der reinste Horror, war das. Das war richtig schlimm für mich. Einen Tag bevor ich entlassen wurde, habe ich gemerkt, dass mein Körper nicht mehr so funktioniert wie vorher. Die Beine waren komplett gelähmt. Die Ärzte meinten, sie sind wahrscheinlich kaputt, das war anstrengend für sie, die ganzen Krampfanfälle. Das braucht wahrscheinlich so eine Woche oder so, dann können sie wahrscheinlich wieder laufen. Und dann wurde ich tatsächlich entlassen. Ich habe auch nach den ersten Tagen nach meinem Krankenhausaufenthalt habe ich auch direkt vom Bekannten dann einen Rollstuhl bekommen und hatte dann somit auch ein Hilfsmittel, um mich weiter zu bewegen. Wenn man im Rollstuhl sitzt, dann verändert sich der Körper. Ich habe mich einfach nicht mehr so gesehen wie vorher und ich konnte mich auch nicht mehr ansehen. Ich wollte nur noch zu Hause und eingesperrt sein. Laufen ist einfach so selbstverständlich und wenn man das nicht mehr kann, dann ist es einfach so schwierig für einen. Ich konnte anfangs mich nicht alleine duschen, ich konnte mich nicht fertig machen, ich konnte nichts alleine machen. Von einem Tag auf den anderen, die Selbstständigkeit komplett zu verlieren, einfach nicht zu wissen,
wieso kann ich nicht mehr laufen? Das kann man gar nicht beschreiben. Das war einfach ein super, super, super schlimmes Gefühl. Ich habe es geliebt, auch manchmal einfach mal so rauszugehen, mit meinem Hund Gassi zu gehen, Kopfhörer rein, einfach mal ein bisschen abschalten. Das ging nicht mehr. Ich wollte auch gar nicht mehr rausgehen, weil ich mich mit jedem Menschen verglichen habe, der vor mir gegangen ist. Durch die Unterstützung von meinen Eltern haben wir dann Stück für Stück dann halt immer bei den Ärzten angerufen, beim Kardiologen, beim Neurologen, um nochmal meinen ganzen Körper abzuchecken. Für mich war das natürlich erstmal ein Schock. Also die Tage vergingen und Celine hat gar keine Fortschritte gemacht. Also es im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Ja, es hat mich innerlich total zerfressen zu sehen, wie Celine hier durch die Gegend robbt. Und da war natürlich immer so für mich als Mutter die Frage, was hat mein Kind und wann wird mein Kind wieder laufen können? Aber diese Antwort haben wir ja nie bekommen, weil auch kein Arzt eine Diagnose feststellen konnte. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Ärztebesuche ich hinter mir habe. Aber jedes Mal, wenn ich aus einer Arztpraxis rausgekommen bin und jedes Mal mir gesagt wurde, Sie haben nichts, da ist nichts, das haben Sie nicht, dachte ich mir jedes Mal, oh mein Gott, wie soll ich weiterleben? Wie soll ich das machen? Das geht doch gar nicht. Kein Arzt kann mir weiterhelfen. Wenn mir kein Arzt weiterhelfen kann, wie kann ich mir selber weiterhelfen? Um die erste Diagnose zu bekommen, musste ich tatsächlich mehrere Monate darauf warten. Ich bin dann zu einer Psychiaterin gegangen und die hatte mir dann gesagt, ja, ne, sie haben eine Depression. Die Psychiaterin hatte mir geraten, in eine Klinik zu gehen, in eine Psychosomatik. Und das war für mich erstmal so, nein, brauche ich nicht. Auf gar keinen Fall. So krank bin ich nicht. Es gibt bestimmt Leute, die mehr Hilfe brauchen als ich. Das war so mein erster Gedanke. Das schaffe ich schon alleine. So, und dann habe ich das auch erstmal so ein bisschen ignoriert. So, ja, so 3-4 Wochen. Und es ist aber immer schlimmer geworden. Ich habe nur noch geweint. Ich habe nicht mehr gegessen. Ich habe super negative Gedanken gehabt in meinem Kopf. Und deswegen habe ich mich für die Klinik entschieden. Es gab keinen anderen Ausweg. Die Anfangszeit war natürlich auch nicht schön. Keine Familie neben dir und dann im Rollstuhl. Und man muss alles alleine machen. Man muss alleine sein Bett machen, man muss alleine sich zu essen machen. In der Klinik hatten wir dann Gruppentherapien, wir hatten Musiktherapie, wir hatten Kunsttherapie. Am Anfang dachte ich mir so, wir brauchten das. Wie, ich brauche eine Musiktherapie, Kunsttherapie, ich mag das doch gar nicht. Ja, aber letztendlich hat das alles sehr gut weitergeholfen. An die Klinikgruppe habe ich einfach nur wunderschöne Erinnerungen. Wir haben uns einfach alle verstanden, ohne zu reden. Wir konnten vor allem weinen, wir konnten vor allem böse sein, wir konnten vor allem schreien. Man musste sich nicht erklären. Ja, was hast du denn? Ja, wie geht's dir denn? Ja, wie ist das denn? Ja, das wissen sie ja schon, weil sie genau das Gleiche haben oder ähnliche Symptome oder ähnliche Gedanken. Ich musste nicht reden und ich wurde verstanden. Und dann habe ich meine Diagnosen bekommen. Nach 7 Monaten. Nicht wissen, warum ich von einem Tag auf den anderen im Pflegefall geworden bin. Diese Diagnosen schwarz auf weiß lesen zu können, ich muss tatsächlich sagen, das war, glaube ich, der glücklichste Tag von den ganzen letzten Monaten. Ich habe unter anderem die Diagnose dissoziative Bewegungsstörung bekommen. Eine dissoziative Bewegungsstörung ist eine Störung der Bewegung, des normalen Ablaufs. Das kann zum Beispiel Finger oder sag mal Mund, Sprache, das kann aber auch Beine sein. Die Ursache hierfür ist aber nicht eine Lähmung von Nerven oder ein Schlaganfall, sondern Stress. Stress führt einfach dazu, dass bei Menschen eine Entkopplung von Wahrnehmung und Motorik, von Bewegung stattfindet. Und plötzlich, obwohl ich gehen will, obwohl ich sprechen will, bin ich nicht in der Lage dazu zu sprechen oder zu gehen. Also es gibt halt eine Subgruppe von Menschen, die, wenn sie unter Stress stehen, der eine kriegt Kopfschmerzen, der andere Rückenschmerzen und ein Teil entwickelt eine Dissoziation. Das heißt, die Psyche reagiert auf diesen Stress, auf diesen Druck, indem es zu einem Zerfall von Funktionen kommt. Dissoziation bei einer Depression ist das einfach meine Psyche ist
Ja, ich sage immer, das Eis ist dünner. Ne? Und wenn man dann aufs Eis geht, dann krache ich eher ein, wenn ich eine Depression habe. Das heißt mit anderen Worten, der Stress führt dann dazu, dass die Bewegung schlechter wird. Nach der Klinik war es einfach super schwierig für mich, wieder Fuß zu fassen. Das Schwerste war, wieder alleine zu sein. In der Klinik hatte ich immer einen Ansprechpartner. Egal, was ich hatte, egal, wie es mir ging, ob ich glücklich war, ob ich traurig war. Ich hatte immer einen Ansprechpartner und den hatte ich hier zu Hause nicht. Als dann der Tiefpunkt kam, war das dann irgendwie so, dass es einfach Klick gemacht hat. Mir selbst ist klar geworden, dass ich kämpfen möchte, dass ich es kann und dass ich, ja, vielleicht nicht gesund werde, aber dass ich wissen werde, wie ich mit diesem Thema oder mit meiner Krankheit umgehen kann. Als dieser Moment bei mir in meinem Kopf war und ich mir selbst gesagt habe, du schaffst das, Celine, seitdem ist bergauf. Ja. Losgelöst von der Diagnose, losgelöst von der Therapieform, sondern das, was Celine gebraucht hat, haben wir halt gemacht. Und das ging von Chiropraktik über Osteopathie bis hin zu Training. Das, was an dem Tag vielleicht auch nur möglich war. Mhm. Es gab ja Tage, da war es von der Mentalverfassung einfach schlecht. Und an guten Tagen haben wir halt auch anständig oben trainiert. Das war quasi ein Highlight, von der Bank aufzustehen und an den Händen halten, nur so im Arm haltend, so die ersten 2, 3 Schritte, mehr war es gar nicht, zurückzulegen. Es war einfach ein so, so, so schönes Gefühl, nach so vielen Monaten die ersten Fortschritte zu sehen. Also ich würde schon sagen, dass es der erste Moment nach vielen Monaten war, wo ich gesagt habe, Celine, du packst das, du schaffst das. Ich bin Kai und seiner Frau einfach unglaublich dankbar. Ihr habt mich halt immer da unterstützt und gesagt, doch, Celine, das schaffen wir, das machen wir und das wirst du wieder können. Also sicherlich ist der Therapieerfolg, den wir erreicht haben, was einen therapeutisch halt stolz macht, wo ich auf das Team stolz bin. Aber nichtsdestotrotz hat halt Celine die meiste Arbeit gemacht. Von daher bin ich auf Celine halt stolz, dass sie über die Zeit so durchgehalten hat und durchgehend bei der Stange geblieben ist. Klar, es waren viele Tage dabei, wo wir ein bisschen anschieben mussten. Aber das ist unsere therapeutische Aufgabe. Und primär, glaube ich, wäre das nicht möglich gewesen, wenn Celine halt nicht durchhalten würde. Oh Gott. 3 Monate nach dem Vorfall habe ich einfach mal so ein Video bearbeitet auf TikTok mit einer Freundin und habe das dann einfach mal hochgeladen. Ich habe einfach so, so, so tolle Nachrichten bekommen, die mich einfach unglaublich stärken. Und vor allem bekomme ich auch Nachrichten, dass ich anderen Leuten damit mehr Mut mache und Kraft gebe. Ich möchte den Leuten mitgeben, dass man immer aus der schlimmsten Phase seines Lebens trotzdem rauskommt. Der Moment, an dem ich meinen Rollstuhl zurückgelassen habe und endlich mehr laufen konnte, mit meinem Rollator unterwegs war, das war wieder so ein Glücksmoment. Ich würde mir wünschen, dass ich mich in den Spiegel gucken kann und sagen kann, so, du akzeptierst dich jetzt und du bist so gut, wie du bist. Ich wünsche mir, dass dieses Thema Depression und allgemein auch die Krankheit, die ich jetzt habe, die dissoziative Bewegungsstörung und Krampfanfälle, dass es einfach ernst genommen wird. Yeah.